Eine turbulente Woche liegt hinter dem KSV Hessen Kassel. Eine Trainerdiskussion vor den Augen der Öffentlichkeit. Und schlussendlich ist die Sache wahrscheinlich auch noch nicht ausgestanden. Denn beim Heimspiel gegen Groß Asbach, wir sehen es hier auf dem Spielberichtsbogen, fehlt der Name Thorsten Bauer, der, so heißt es offiziell, aus disziplinarischen Gründen gesperrt ist. Es bleibt also spannend beim KSV Hessen. Damit herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von LöwenTV. Alles rund um dieses Spiel hier exklusiv bei www.extratipp.de. Viel hin und her beim KSV Hessen. Mirko Dickhaut, das war das zentrale Thema in der letzten Woche. Wie haben Sie die Diskussion erlebt? Für mich war das unbefriedigend, das Hin und Her. Und ich kann das nicht fassen, wie man sich so nach außen verkauft. Mirko Dickhaut ist eine ganz gute Lösung. Und sollten jetzt auch kurz vor Schluss nicht mehr einen Trainer wechseln. Das ist meine Einschätzung so, ja. Naja, es hat mich ein bisschen geärgert. Ich dachte eigentlich, es ist nachvollziehbar, weil der Erfolg war ja nicht da und die Spiele waren auch wirklich nicht klasse, vor allem auswärts. Aber nach außen hat es nicht so toll gewirkt. Ich dachte, dass das gerade im Verein besser funktioniert. Was jetzt vorgefallen ist in der Woche, da kann man überhaupt nichts zu sagen. Jetzt mit dem Thorsten Bauer, was wir heute gehört haben, dass das ja auch eine an und für sich eine Katastrophe ist. Aber da kann ich nichts zu sagen persönlich. Das ist intern gelaufen. Und ich hoffe, dass der KSV heute gewinnt. Wir haben ja noch hier fast 15 Minuten zu spielen. Und dann werden wir mal weitersehen. Erzähl mir was zum Verhältnis mit den Fans. Das war heute augenfällig, dass anders als sonst bei den Heimspielen auf die Humber verzichtet wurde. Aus dem Fanblock kam wiederholt der Schlachtruf Thorsten Bauer Fußballgott. Der war heute nicht dabei, weil er suspendiert war. Hatte das jetzt damit zu tun oder war das abgesprochen? Kannst du uns das kurz erklären? Also es hat definitiv nichts mit Thorsten Bauer zu tun. Er ist genauso ein Teil der Mannschaft wie jeder andere. Also was da vorgefallen ist, das muss ich nicht kommentieren, weil das haben andere zu entscheiden. Oder was auch immer da vorgefallen ist, das tut jetzt auch nicht zur Sache. Die Sache mit der Humber, das war einfach eine Aktion von uns, weil wir gesagt haben, okay, es war jetzt in den letzten Wochen so turbulent und wir feiern sehr gerne mit unseren Fans, das wissen sie auch. Wir wollten heute ein Zeichen geben für die Fans, für den Verein, was Sache ist, was in unserer Mannschaft los ist. Ich denke, diese Botschaft kam an und dann brauchen wir auch keine Humber machen. Die machen wir dann sehr gerne in aller Ausführlichkeit, wenn wir wirklich wieder mal uns mal richtig mal freigeschwommen haben, wenn wir mal wirklich was erreicht haben, 2, 3 Siege gemacht haben. Ich denke, dann ist auch mal wieder angebracht, weil es ist auch ein nötiger Respekt da eben auch unserer Mannschaft gegenüber, auch mal zu sagen, okay, lass uns jetzt erstmal den ganzen Mist, der jetzt auf uns eingeprasselt ist, verarbeiten, indem wir Fußball spielen, klare Taten sprechen lassen. Und am besten so wie heute. Am Ende gab es ein glattes 3:0 gegen Groß Asbach. Mirko Dickhaut, war das jetzt der erhoffte und ersehnte Befreiungsschlag für die Löwen? Ich hoffe es natürlich. Wir haben ja in den letzten Wochen auch schon mal wieder eine Spitze im Gesetz mit einem Sieg, aber dann wieder eine Enttäuschung erlebt. Ich denke mal, wir sollten uns jetzt ordentlich auf den Mittwoch konzentrieren, zu dem Pokalspiel. Da können wir gar nichts verlieren. Und was danach dann ist zu Darmstadt, das ist noch ein paar Tage länger Zeit. Ich will nur mal auf das Thema Druck kommen. Wer stand heute mehr unter Druck? Du als Trainer oder die Mannschaft?
Ich glaube, dass die Mannschaft richtig Druck hatte und ich glaube auch, dass die Offiziellen heute richtig Druck hatten. Und ich habe es unter der Woche schon gesagt, ich hatte die ganze Woche Druck und deshalb habe ich zu den Jungs ganz, ganz klar gehalten und ich freue mich heute darüber. Aber ich bin, man mag es mir nicht abnehmen, aber entspannt hier reingegangen. Okay, schönen Dank, Mirko. Nach so viel Druck jetzt eine Druckbremse, ein 3:0-Sieg. Das war's für heute mit Löwen TV. Eine schöne Zeit, bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss und auf Wiedersehen.